eingerissen. Na toll, keine Kamera, kriegst du wieder Stress von der Anne. Also, eine neue Woche beginnt. Ich bin gerade bei mir zu Hause und ich habe gestern mir schon ein paar gerade Bretter rausgesucht, weil wir wollen ja dieses Jahr die ganzen Fenster einschalen. Die lade ich jetzt raus in den Sprinter und dann hole ich meine Geheimwaffe ab und dann geht's auf die Baustelle. Mieselchen! Die ersten Schritte nach draußen. Eindeutig zu eng hier. Na, ich muss ja erstmal den Wohnwagen fertig auswählen. Die Molly sitzt unterm Auto. Unterm Auto ist die. Okay. Hier ist ja der nächste Kabel, kommt und auf die gleich hochspringt wieder. So, jetzt schleiche ich mich mal ganz leise an beim Axel. Mal gucken, ob er sich auch so sehr freut, mich zu sehen, wie ich es tue. So, ganz leise. Also auf dem Hof steht er schon mal nicht. Werden wir doch mal hupen. Ist er überhaupt da? Mal anrufen. Der weiß eigentlich, dass ich komme. So, ich habe jetzt den Axel gefunden. Der ist auch da und der freut sich mindestens genauso sehr wie ich. Ja, dass ich die endlich wieder. Ja, du bist auch ein bisschen blöd, ich schwitze wie ein Schwein. Ja. Endlich wieder Schonplatz bei mir auf der Baustelle. Komm, mach los, ja. Quatsch nicht so auf ein dummes Zeug. Ja. Wunderschön, los geht's. Ja. Oh ne, Kupplung drücken. Ja, hat er Bock in die Kupplung. Bremse. Bremse, los geht's. Jetzt werde ich erstmal die Kamera bei dir hinstellen, damit die alle sehen, was du hier machst. Ja, was liegt denn der Bock überhaupt hier draußen? Der fliegt doch schon halb auseinander. Ja. Nie aufgeräumt. Den wird sicherlich jeder von euch vergessen haben. Der kann's aber knicken. Schmeißt du, wo ist zu, hä? Nee, ich mache noch Steine mit reindrücken. Aber was du machen kannst, du mal ein Brettel hochschmeißen. Wie ein Brettel? Wie lang? Wie breit? Ein. Welche Sorte? Scheibebrettel. Achso. Das ist auch schwer vom Begriff, du. So, zwei Sachen konnte man wieder abhaken. Oder naja, sagen wir mal eine Sache, das ist die ich gemacht habe. Ja, ja, freilich. Und zwar das Fenster ist fertig, die Leibung tipptopp geputzt. Ja. Aber Axel, naja, er hat ja auch die schwierige Aufgabe, er muss hier die Giebel vorputzen. Ja,
dreckig gemacht, hat er sich auch wieder wie ein Schwein. Ja. Ja. So, wie gesagt, eine Sache können wir abhaken. Hier haben wir schon wieder ein paar Löcher zugemacht. Heute ist Montag. Wir sind eigentlich bis jetzt gut im Rennen, aber das werden wir erst am Donnerstag sehen. Weil morgen Nachmittag soll nämlich Scheißwetter werden, haben sie gesagt. Mal gucken. Vielleicht haben wir Glück, ist bis dahin jetzt fertig, weil drin Baustellen haben wir momentan erstmal keine. Wichtig ist hier draußen. Siehst du, ach, siehst du, was ich ganz vergessen habe? Die Rüstung haben wir ja gestellt. Die ist so gut wie fertig. Ja. Gut. Einpacken, ab nach Hause. Nee, ganz Feierabend machen können wir noch nicht, weil wir haben ja noch ein paar Brettel mitgebracht zum Einschalten, die ich vorhin eingeladen habe. Die müssen wir jetzt noch ausladen. Hallöchen, ihr Lieben. Ja, ich bin hier gerade, wie ihr sehen könnt, in meinem Wohnwagen oder in unserem Wohnwagen. Stefan ist ja fleißig auf der Baustelle, aber ich muss hier noch alles erstmal nach dem Urlaub hier wieder halbwegs in Ordnung bekommen. Den ganzen Wohnwagen, den werde ich heute mal hier richtig schön putzen. Ihr seht noch, hier sieht es noch Katastrophe aus. Überall steht alles rum. Ich habe zwar schon alles gewaschen, ein bisschen Bett abziehen muss ich hier noch das Ganze. Will das alles wieder ordentlich beziehen. Und mal gucken, was ich wieder in die Schränke so räume oder nicht. Denn mein Plan ist eigentlich, dass wir diesen Wohnwagen nicht wieder hier unterstellen, bei uns in dem alten Haus hier, sondern dass wir den mit auf unsere Baustelle nehmen. Ja. Und vielleicht mal so ein paar Tage immer mal zwischendrin in der Woche, jetzt sind ja auch Ferien mit den Kindern, dass wir da einfach ein bisschen campen auf der Baustelle. Ja, das ist so mein Plan. Ob das so funktioniert, weiß ich nicht so richtig. Mal gucken. Aber ich meine, wir haben den Wohnwagen und der muss ja hier nicht bloß blöd rumstehen. Und umso schneller ist man dann, ja, beim Bauen wieder, würde ich mal so sagen. Und vielleicht ist es ein bisschen stressfreier. Im Winter kann man das natürlich nicht machen. Obwohl, könnte man sicherlich schon. Also ich meine, wir haben ja eine Gasheizung drin, aber das möchte ich nicht. Ist einfach nur mal so, um ein bisschen zu chillen von dem Haushalt hier und Baustelle da. It's the coldest hand that run down this land where the ocean lands. It's the tallest sound, the damn small. Der Wohnwagen ist wieder, ja, fahrtbereit, würde ich sagen. Wieder alles ordentlich, wieder alles schick. Ich zeige euch das gleich mal. Ich habe das auf Instagram schon mal gezeigt. Ich habe im Urlaub echt mal Zeit gefunden, ein bisschen da was zu posten. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt auch immer mal so ein bisschen. Naja, so ist das halt. Aber ich mache mir keinen Stress, Leute. Wenn ihr was von uns bekommt, ein paar Bildchen, dann habt ihr welche, bin ich dann eben nicht. Gut, jetzt zeige ich euch aber ganz schnell den Wohnwagen. So, unser Eingangsbereich. Guckt mal, hier habe ich mal Tapete dran gemacht. Die ist echt genial. Die Tür sah so hässlich aus. Und jetzt, ja, finde ich, ist echt gut geworden. So, unser Eingangsbereich. Also die es nicht wissen, wir haben hier alles selbst restauriert, diesen Wohnwagen. Und wartet, ich gehe ein bisschen zurück, dann seht ihr besser. Der Eingangsbereich, zwei Schränke, einmal links, einmal rechts und für die Kinder der Schlafbereich. Amelie ist immer oben, Felix schläft unten. Hier ist unsere Klimaanlage, wir sind immer noch mega begeistert davon. Gibt es auch ein Video davon über die Klimaanlage und wie wir das hingekriegt haben hier hinten, dass hier die Luft, der Abluftschlauch und so raus kann. Also egal was für Kommentare gekommen sind, die ist immer noch top, muss ich sagen. Ja, okay, einmal hier rum. Da sehen wir, naja, den Wohnbereich, würde ich mal so sagen. Und ich habe das alles so versucht, ein bisschen boho-mäßig zu machen. Ist irgendwie mehr Urlaubsfeeling. Die habe ich auch selber gemacht. Gibt es auch ein Video, wen das interessiert. Und hier die riesen Sitzgruppe bei uns. Und eigentlich ist sie viel zu groß. Also der Wohnwagen ist 2,50 breit. Jetzt ehrlich gesagt hätten wir lieber einen 2,30er. Und naja, hier ist die Küche. Auch viel zu viel Platz, aber eigentlich kann man ja Platz nicht genug haben. Auch alles selbst gestrichen hier und genäht. So, und weiter geht's in den hinteren Bereich dann. Das Bett von Stefan und mir, auch die Gardinen, wie gesagt, alles selbst gemacht. Das war ein Akt gewesen, aber es hat sich wirklich gelohnt, wenn ihr seht. Das ist die Matratze, so wie sie eben, ja, wie wir den Wohnwagen geholt haben. Es war alles so ein hässliches Grün, auch die Gardinen damals. Ne, bei den Kindern seht ihr auch noch die Matratzen. Aber ich mache hier nie was drauf, wenn der nur so rumsteht, weil ich finde das voll eklig, wenn das hier Monate vielleicht steht und dann muss ich da, ja, vielleicht
in diese alte Bettwäsche. Nee, das mag ich nicht. So, hier ist unser Waschbereich. Riesengroßer Spiegel, macht schön viel Licht. Und unten auch ein großer Schrank. Zack, ich mache euch das mal auf. Naja, nicht wirklich was drin. Ach, hier muss ich nochmal auswischen. Seht ihr, was vergessen? Mach mal den gleich wieder zu. Zack. So, und hier steht ja drauf, haben wir ein kleines Bad. Benutzt mal so gut wie gar nicht. Hier habe ich eigentlich auch alles so gelassen, wie es ist. Ein kleiner Vorleger. Und ja, das mit dem Holz fand ich sehr schön. Hier hinten. Und ich habe das hier so einen kleinen Vorhang oder Gardinen oder keine Ahnung, dieses Strohbastding hier hingemacht. Man sieht zwar nicht rein, aber ihr seht, es sieht ja nicht wirklich toll aus. Eher sehr clean das Ganze. Aber wie gesagt, wir nutzen das Bad so gut wie nicht. Höchstens mal auf der Reise, dass man mal kurz pipi muss, aber mehr auch nicht. So, heute ist Dienstag, sind gerade auf der Borsche angekommen. Lukas ist auch mit am Start. Da ist er. Nur noch 4 Tage bis zur Deadline. Haufen Arbeit ist mir so eingefallen. Wahnsinn. Jetzt werden wir erstmal Arbeit verteilen. Axel, kannst Mischung machen, du weißt Bescheid. Ja. Genau. Lukas, für dich haben wir hier, habe ich Eisen mitgebracht, die der Peter immer fertig gemacht hat, liegen hier hinten drin. Ja. Du kannst mit der Flex die ganzen Gewinde abschnippeln. Hammerit habe ich auch da. Dann kannst du mit einem Pinsel, der müsste in der Scheune drin liegen, mit einem Pinsel alles dann streichen. Und die Dinger, die der Peter hier fertig gemacht hat, halt an den anderen Seiten noch ranschrauben. Was hier die Seite ist und die andere Seite. Und dann müssen wir mal gucken, wo das eine Ding rumliegt mit der Mutter hinten drauf. Weil mit der Mutter, das Ding wollte man ja dort oben. Das eine Teil dort oben ist ja so schief, weil die Stange so schief ist, haben wir ja gesagt, oder du, wenn wir das mit der Mutter reindrehen. Aber ich weiß gar nicht, wo das mit der Mutter... Ja. Ja, das müsstest du vielleicht gleich als allererstes streichen, damit das dann ein bisschen trocknet von der Seite. Mhm. Gut. Und ich weiß noch nicht, was ich mache. Mal gucken. Gut, los geht's. Do you remember those long summers? We played water fights, stayed up at night and dreamed of ways through the world. I still remember. Ja, also während Axel und Lukas hier jeweils an den Giebelseiten arbeiten, werde ich jetzt hier endlich mal meine Kabel reinziehen, bevor ich die ganz und gar vergessen. Einmal über dem Eingang machen wir eine Lampe hin und drüben bei der Terrasse ziehe ich erstmal ein Kabel rein. Ob wir dann 2 Lampen machen, kann man notfalls immer noch irgendwie in den Verfugen, also in der Wand, wo der Granit ist, mit irgendwie einbinden. Aber geplant ist eigentlich über beiden Terrassen, also über beiden Türen, jeweils ein Kabel. Und das werde ich erstmal reinziehen, jetzt bevor ich es vergesse, genau. Always remember that cold night you told me we're not 2, but we're gonna be 3. In 8 months we'll be a family. Those were the days. Ich befinde mich gerade auf dem Weg, heute ist Mittwoch, auf dem Weg zur Baustelle. Natürlich hole ich den Axel ab.
eigentlich sollte Lukas auch mitkommen, aber der fühlt sich heute nicht so. Ja, die Woche ist ziemlich schlecht, weil, wie soll ich das sagen, die Woche ist halt ziemlich knapp bemessen. Am Samstag wollen wir ja, oder kommen die Putzer und Markus muss LKW fahren, Lukas war Montag schon unpässlich, heute wahrscheinlich auch wieder, Peter hat Spätschicht, der Robert, mein Kumpel, der muss auf die Kinder gucken, der kann wahrscheinlich erst am Freitag mal vorbeikommen. Ach, der Einzige, der da ist, ist der Axel. Ja, das ist halt manchmal so, wenn es wirklich mal dringend Not ist, dann wirklich Not am Manne, wenn es mal wirklich dringend ist. Aber naja, wir müssen das Beste daraus machen, immer positiv denken. Notfalls müssen wir halt am Samstag noch irgendwas vorbereiten, wo die Jungs halt erstmal die andere Seite anfangen zu putzen. Mal schauen, inwieweit wir heute und morgen das vorbereiten. Darf halt nur nichts irgendwie schief gehen. Also bis jetzt läuft alles nach Plan. Das heißt, das, was noch zu machen ist, da kamen noch keine bösen Überraschungen, die irgendwie versteckt auftauchen. Wollen wir hoffen, dass es so bleibt. Und dann denke ich mal schon, dass wir das bis Samstag irgendwie gebacken kriegen. Ja, ich habe heute mal das erste Mal, weil am Wochenende die Putzer kommt vom Vater, von meinem Vater. Ach, der sitzt so, der ist oben mit, ja. Habe ich jetzt mal eine richtig gute Leiter mit auf die Baustelle gebracht und das wäre ich das erste Mal für den Axel hier, wird er hier hochkommt, eine richtig schöne Leiter anstellen. Mal gucken, ob er sich da freut. So, Axel, ich habe jetzt den Allerwertesten voll drauf, ne? Also wackeln nicht so sehr, sonst waren die ganzen Mädels scharf. Ja. Wir sind jetzt hier gerade bei uns in der Küche, Essbereich. Und weil jetzt die Woche noch so viel anliegt, so viele Punkte, die abgearbeitet werden müssen, habe ich mir heute mal einen Zettel gemacht. Den pinne ich mir jetzt hier ran und das werde ich anfangen abzuhaken, weil das ist ein übelst gutes Gefühl, irgendwelche Sachen abzuhaken oder durchzustreichen. Stehen ganz paar Sachen drauf auf der Liste. Ich hoffe, das funktioniert. Ich halte es mal kurz in die Kamera. Und zwar, das allererste ist, was steht dran? Muss selber gerade mal lesen. Den Giebel anputzen. Das ist hoffentlich heute erledigt. Das macht nämlich der Axel. Dann Fenster einschalen. Da will ich heute eigentlich mit anfangen. Mal gucken, wie weit ich das schaffe. Kabel, Kraftstrom, das ist für morgen geplant. Die Abu-Leisten, die will ich heute auch durchstreichen, also abhaken. Abkleben, das machen wir am Freitag. Da kommt mein Freund, der Robert. Mein Kumpel, nicht mein Freund. Mein Kumpel, der Robert und der... Der ist Maler, der ist da definitiv ruckzuck, der ist abgeklebt. Und Dachlatte ist morgen, das ist die Dachlatte, die zwischen der unteren und der oberen Etage als Abschluss dienen soll erstmal. Die müssen wir morgen anfangen zu machen. Dachrinne, weiß ich noch nicht, ob man die raushängt, weil die ist wirklich über die ganze Häuserlänge, haben wir uns überlegt, naja, vielleicht lassen wir sie erstmal drin und kleben sie halt nur ab. Weil wenn wir die rausheben, die Rüstung ist nämlich an der Stelle auch nicht komplett auf einer Höhe. Die kannst du wirklich nur mit sie ansprechen, weil sonst bricht die in der Mitte vielleicht noch durch und geht kaputt. Ist ein Fragezeichen eigentlich dahinter. Die Eisen sollte Lukas heute machen, muss ich jetzt machen. Der rote Stein, genau hier vorne an der Ecke, führt noch ein roter Stein. Und Simsverfugen, Fragezeichen, werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. So, das Ding klebe ich jetzt an und dann geht es an die Arbeit, weil wir sind zeitlich sehr, sehr, sehr angespannt. I got a feeling that this could be a little more than feeling. If I'm being honest, honestly, you got me where you want it. You got me playing every card, spending all my time trying to find out more about you. 'Cause I really want you in my space, picking up every card, falling all my money's on you. I never knew I needed. So, kurzes Fazit. Terrassen, Vorgartenseite. Fenster fertig. Fenster fertig. Fenster nicht fertig. Das eine Fenster konnte ich euch nicht zeigen, weil genau bei euch die Speicherkarte voll war. Jetzt habe ich durch Zufall unten noch eine gefunden.
habe ich jetzt gewechselt. Jetzt klebe ich das letzte Fenster ab mit dem Abo-Leisten und dann mit Folie. Und dann werde ich das machen, was Lukas heute machen sollte. Und zwar die Eisen noch ein bisschen kürzen und streichen. Und wenn ich dann noch Bock und Zeit habe, will ich meinen roten Stein endlich wechseln. Und dann kann ich, wenn der Axel drüben auf der Giebelseite fertig ist, kann ich heute drei Sachen von meiner Liste streichen. Genau. Oh, meine Fresse. Also Abo-Leisten an oder Apu-Leisten ankleben ist echt, echt Zackang. So. Letzte Fenster. Und dann haben wir es geschafft. Yeah! Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin doch froh, dass ich jetzt doch die Apu-Leiste angeklebt habe, weil erst ursprünglich nicht geplant, weil wir wirklich sparen wollten, weil die Kollegen ja den Fensterrahmen so wenig haben hier reingucken lassen. Aber ich bin froh, dass man jetzt doch die Apu-Leisten, oder dass ich mich entschieden habe, die Apu-Leisten hier ranzukleben, weil es ist einfach ein ordentlicher, gerader Abschluss. Ja. Lost track of the forest through the trees, forgot what I was chasing. Spent so many nights living out at sea, that my heart is gone vacant. Fertig. Axel, bin fertig. So now I'm driving back on in the state west, I just gotta feel something. Not gonna wait till the morning, because something's gonna change my mind. I don't wanna change my mind. Oh, I wanna stay right here, chilling with my friends for another year. I would walk away from the spotlight for the good life. Oh, come on, turn your hate into poetry, pain into power. Enemies to friends and your minutes into hours. I would walk away. Eingerissen. Na toll, keine Kamera, kriegst du wieder Stress von der Anne. Das ist das, was die Leute sehen wollen. Ja. Wie du was kaputt machst. Das Schöne ist ja, hier aussehen wir dran. Das Schöne ist sauber. Ja, top, ne? War extra für dich so bestellt. Top Baustelle. Na? Sag nochmal, top Baustelle. Habt ihr das gehört? Nee, sag ich nie nochmal. Und wieder am Platz in der Sonne. Meine Fresse. So, Feierabend. Fertig. Hallo, seid gegrüßt. Wir haben es schon wieder Donnerstag. Die Woche rennt. Das ist echt der Wahnsinn. Heute schon ein bisschen zeitiger hier. Ich bin heute eher von der Arbeit, weil mir das einfach zu knapp war mit dieser ganzen Sache, was die Putzer am Wochenende alles haben wollen. Es muss noch so viel vorbereitet werden. Jetzt habe ich gerade noch den Ofenbauer getroffen. Der war schon wieder fleißig gewesen. Gestern, weiß ich nicht, ob ihr es euch erinnern könnt. Ich weiß, gestern oder vorgestern haben wir ein Bild gemacht. Da war ja drinnen alles, da hat nur diese Wand hier gestanden. Jetzt hat er mittlerweile schon die beiden Züge hier gemacht. Habe ich mir mal ganz kurz erklären lassen, wie das hier überhaupt so funktioniert mit dem Ofen. Also hier unten sind zwei Gitter, drüben auf der anderen Seite von dem Flur auch. Und da kommt die Zuluft für den Ofen, weil das Feuer braucht Sauerstoff. Genau. Kommt hier, ist mit Pappe abgedeckt, das hat er nur gemacht, damit der Dreck nicht reinfällt. Kommt die Zuluft, unten im Einsatz ist ein Anschluss, da geht die Zuluft rein, dann wird es verbrannt und hier oben logischerweise Abgase raus. Und jetzt hat er das so vor, Abgase gehen hier hoch, hier rum, in diesen einen Zug hier rein. Unten, hier ist ein Hohlraum, geht es rüber auf die Seite und von hier aus geht es dann in das Ofenrohr und verschwinden die Bussi. Es wäre genügend Platz da gewesen, um sogar vier Züge zu bauen. Er wollte erst so, was weiß ich, hin und her, dass das ringsherum richtig schön heiß wird. Hat aber der Schornsteinfeger Dudu gesagt, der meinte, nein, wir brauchen eine gewisse Abgastemperatur, die in dem Schornstein ankommen muss. Und wenn du hier mehr Züge einbaust, kühlt natürlich logischerweise die Abgastemperatur ab. Und demzufolge wird der Schornstein zu kalt für die Abgase, zieht nicht richtig, was für einen Schornstein auch wieder schlecht ist. Dann fängt er an zu gammeln, was weiß ich. Ja, also tipptopp. Ich habe euch gerade erklärt, für alle, die einen Ofen bauen wollen, jetzt wisst ihr, wie es funktioniert. So, jetzt gehe ich mal an meine wunderschöne Liste, wo wir gestern die schon abgestrichen haben. Vorsicht, die Lampe. Ich werde jetzt als allererstes anfangen, Fenster einzuschalen. Und zwar werde ich anfangen, hier drüben auf unserer Vorgartenseite, damit, wenn die Putzer heute sich das alles angucken, schon mal etwas an Fortschritt sehen. Fenster einschalen. Dann will ich dann hier drüben im Hof die Fenster abkleben, wo ich schon die Apu-Leisten angedengelt habe.
Dachlatte kommt heute Axel, wollen wir heute auch anfangen. Dachrinne wissen wir noch nicht, ob wir sie drin lassen. Die Eisen macht der Lukas heute fertig, der kommt dann auch wieder. Und was ich nicht vergessen darf, ist mein roter Stein auf der Ecke. So, ich mache jetzt los, weil ich habe schon ein bisschen Zeit verloren, denn ich habe ein bisschen mit dem Ofenbauer geschnattert. Und los geht's. It was a morning in June when I heard that tune falling up to the beat of your heart. Like a white crane sails from a startled trail, our eyes met and then landed so well. Like a shell on a beach, waiting for your reach, falling up to the mountain to climb. You came reassuring, Mother Nature's procuring, there's no need for doubt in this life. You came reassuring, Mother Nature's procuring, there's no need for doubt in this life. And our eyes align like the sun through the pines, in a silent space, in a cup full of time. In these orderly ways, in this disorderly life, I let go of my hand in the jar. For the great moon in the middle of June, falling up to the polar tide. Though I've seen it fall, nothing I've ever been told can touch this feeling inside. You came reassuring. Hallöchen, ich wollte euch kurz ein kleines Update geben. Hier schallert's dermaßen. Zu Hause, wie es gerade hier so läuft. Wir haben ja unsere zwei großen Katzen. Unsere Goldie, schaut mal, die laufen hier unten lang. Ja, zeigt euch mal. So groß sind sie jetzt. Ja, und zwei Katzen haben wir jetzt wieder zurückgenommen, die eben auch Durchfall hatten, auch diese Giardien haben. Um die pflege ich mich jetzt auch. Und deswegen sieht das hier bei mir, schaut mal, sehr leer aus im Flur. Deswegen schallert es auch. Ich habe überall Alufolie liegen. Die Hunde wollen gerne rein hier, aber können sie nun nicht, weil ich habe Angst, dass die sich auch noch anstecken. Deswegen hier, schaut mal, überall die Alufolie. Hier kratzen sie mit Türen, ja, an den Türen, weil sie unbedingt raus wollen. Unser Röschen. So, und dann gehen wir mal hoch. So, jedenfalls der kleine Kater. Ja, mal auch eins. Na, die sind jetzt müde. Die schlafen. Der kleine Kater, der scheißt halt wirklich alles voll. Ich bin andauernd. Ich war schon am Wischen. Ja, überall kacken die nämlich hin. Ja, schaut hier hinten. Alles zugeballert. Naja, jetzt sind sie erstmal ein bisschen ruhig hier. Stimmt's? Ja, du bist eine ganz süße. Und Molly immer. Ja. Haben gerade nämlich Medizin gekriegt. Ist immer noch so, dass die Katzen jetzt jedenfalls hier oben im Flur sind und unten im Flur sind, weil ja, durch diesen Durchfall kann ich die einfach nirgendwo reinlassen. Das geht nicht. Ich bin früh eine Stunde am Putzen bei den Katzen. Wenn ich von Arbeit komme, putze ich hier zwei Stunden lang, wische halt die Scheiße auf gut Deutsch gesagt. Und ich habe ein ganz cooles Gerät mir geholt, und zwar den Kercher, ein Dampfreiniger. Ah, ich liebe es, dieses Teil. Hier hinten steht es. Ich weiß nicht, wer den kennt. Ja, hier hinten sind die ganzen Boxen, weil wir müssen zum Tierarzt nochmal am Freitag jetzt. Und gestern, genau, gestern waren wir gewesen. Hier überall die ganzen Medikamente, was die bekommen. Ich habe eine richtig super tolle Tierärztin gefunden. Wir waren schon bei zwei Tierärzten mal gewesen, und die Kur, die da gegeben haben, ist total falsch. Ja, also total falsch angewendet. Das heißt, wir haben eigentlich nur Geld ausgegeben und es ist nichts passiert. Und jetzt ziehen wir das so richtig durch. Ne? Also haben wir richtig hier so einen Zettel gekriegt, wie die ganze Medizin einzunehmen ist, wie viel, wie lange. Und dann gibt es immer wieder Kotproben. Also es ist hier arschteuer, sage ich euch. Aber ich meine, das Zeug muss weg. Den Tieren muss es wieder gut gehen. Also
müssen wir einfach durch. Das ist immer so typisch. Man nimmt ja Katzen von der Straße auf, weil man sich denkt, man tut was Gutes und hat den Salat. Ja, das nur ganz kurz nebenbei. Ich fahre jetzt auf die Baustelle zum Stefan. Guck mir das mal so an, wie weit die Männer gekommen sind. Die sind ja mega fleißig. Und ach, die Pflanzen muss ich noch mit hinbringen. Und dann habe ich noch ein bisschen anderes Zeug, was hier so rumsteht, was der Stefan immer bestellt oder ich. Und dann bleibt das hier immer stehen. Und ich möchte jetzt mal sagen, müllt hier alles voll? Nee, das nicht. Aber es steht halt alles rum. So, und das bringe ich jetzt zum Stefan. Ah, der Felix hat sie schon rausgestellt. Oh, die müssen wir erstmal gießen hier. Die sieht mickrig aus. Schmetterlingsflieder. Oh, das liebe ich. Ich muss dann erstmal gucken, was ist, was ich hier bestellt hatte. Das war ja Anfang des Jahres, was das hier ist. Aber zum Glück hängt da überall ein Schild dran. Ja, damit ich weiß, wo ich das einpflanzen kann und wie hoch die werden. Du Felix, guck dir mal die Pflaumen an. Mhm. Alles voll dieses Jahr. Das kommt dir aus Mecken. Guck mal, letztes Wochenende waren die noch nie blau. Jetzt sind die schon blau. Nee, die schmecken noch nie. Das ist doch nicht. Nee. Klar schmecken die. Die sind noch viel harter. Das sind bestimmt welche guten drin. Okay. Das ist grün. Ja. Kannst du Durchfall. Sauer. Ich habe die perfekte Aufgabe für dich. Damit du dir deinen Traum von einem neuen Computer verdienen kannst. Hm. Weißt du, was ich für eine Aufgabe habe? Lassen. Komm mal mit. Der Opa, der hat ja hier, wo wir im Urlaub gewesen sind, komplett hier diesen ganzen Rasen gemäht alles. Hm. Und wie du siehst, schaut er schon wieder. Ist das schön hoch? Ist perfekt? Nee, der soll ja nie so hoch bleiben. Und deswegen engagiere ich dich hier zum Rasenmähen immer. Ja. Muss ich das nie machen. Und was hältst du davon? Irgendwann. Wie irgendwann? Nee. Nie irgendwann. Dann sag mal. Weiß nicht mit Geld um, was du wohl hier hast, Schätze. Was willst du schon da ich oben? Ich weiß gar nicht, was der Computer von ihm kostet. Na, das muss er sich ja nach und nach verdienen. 1000 Euro. Ja, ja, ja. Immer mal ein bisschen Rasen mähen. Irgendwann hast du den Computer. Ja. Nur noch mal kurz gießen. Und dann fahren wir erstmal einkaufen mit dem Felix. Und ich vermute mal, oder ich hoffe, dass ich das am Samstag schaffe, dann einzupflanzen, die ganzen Sträucher, Bäumchen hier. Ach, fast vergessen, das andere Zeug hier noch auszuladen. Zum einen den Kasten hier für die ganze Sicherung. Und dann hat der Stefan noch bestellt. Na, was ist denn das? Und zum Abdichtzeug für die Fenster. Ja, da gebe ich noch mal ein kurzes Feedback von heute, was wir alles geschafft haben. Fenster komplett eingeschaltet auf der Seite. Dann auf der Seite Fenster komplett eingeschaltet, Eisen sind dran. Unter den Fensterbänken hat der Axel noch, da war zu viel Luft für den Putz, also haben wir noch ein bisschen was aufgefüllt. So, weiter geht's ums Haus rum. Ach, abgeklebt die Fenster auch noch. Dann dort. Der rote Stein ist drin. Und die beiden Jungs, Axel und Lukas, haben hier schon mal getestet, ob das alles so funktioniert mit der Dachlatte, dass wir morgen ja nicht irgendwie in Schwulitäten kommen. Und zwei sind schon dran. Das Stück da drüben müssen wir noch mal dran tackern. Also, es läuft. So, wir machen jetzt Feierabend. Bis morgen. Wunderschönen guten Morgen. Freitag, letzter Tag die Woche. Morgen ist der große Tag, wo die Putzer kommen. Die waren ja gestern mal kurz da gewesen, haben mir alle so erzählt, was ich machen muss und was ich nicht machen muss. Und was ich auf alle Fälle machen musste, ist, dass ich den ordentlichen Strom besorge, denn heute kommt der Kollege, der die Putzmaschine bringt. Und da gibt es halt ein paar Sachen wegen der Absicherung,
habe ich mir jetzt überall heute noch hier Kabel geschnorrt. Ich zeige mal kurz nach hinten. Da seht ihr sie liegen. Das sind dann alles überall Kabel, weil der Weg zum Nachbarn doch etwas weiter ist. Und die Putzmaschine muss ja auch ab und zu mal versetzt werden, weil der Schlauch auch nicht gerade die Länge hat. Also dachte ich mir, lieber ein bisschen mehr Kabel da liegen haben als zu wenig. Und jetzt geht's auf die Baustelle. Wie ihr seht, stehe ich gerade auf der Rüstung. Ich habe jetzt hier vorne auf der Hofseite die Fenster alle fertig, alles schick eingeschalt. Hier auf der Giebelseite, ja, war ich ja gestern schon fertig gewesen. So, jetzt kommt die Sisyphus-Arbeit. Und zwar, jetzt geht's ans Abkleben. Tja, als erstes ist der Sims hier drüben im Schatten. Also hier, was die Vordergartenseite angeht. Ich drehe mich mal um. Da hinter mir, ich muss erstmal raus aus der Sonne, weil die ballert ganz schön. Das wird morgen für die Putzer extrem bescheiden werden. Ich glaube, wir werden die ganze Zeit nur dastehen müssen mit einem Schlauch, ein bisschen den Putzfeucht halten, damit das nie zu schnell anzieht und zu schnell reißen tut. Ja, also ich will jetzt hier drüben anfangen mit Abkleben. Erstens mache ich den Sims, also ich fahre mit dem Sims an und dann werde ich mich mit dem Fensterbretter beschäftigen. Ich denke mal, wenn ich mit der Seite fertig bin, kommt bestimmt der Axel angedüselt und dann werden wir hier mal die Dachlatte mit dran dengeln und dann geht es heute Nachmittag mit dem Abkleben weiter. Mhm. Zum Abkleben hat mir mein Putzer empfohlen, so ein Alu-Klebeband. Er macht das immer so, er klebt das Alu-Klebeband immer zuerst an den Stein, weil das richtig schön am Stein klebt. Besser als dieses Steinklebeband und auf das Alu-Klebeband dann klebt er dann im Endeffekt dann seine Folie ran. Das mache ich jetzt auch so. Ich klebe jetzt erst das Alu-Klebeband an den Stein, in der Hoffnung, dass es ordentlich klebt. Und auf das Alu-Klebeband klebe ich dann diese Rolle mit der Folie dran, die ich dann gerade so hier über den Sims und auf die Dachziegel nochmal befestige, dass mir das hier alles nicht durch das Spritzen der Putzmaschine ein... So, mittlerweile ist der Axel auch eingetroffen nach dem, Mittagsschlaf. Ja. Als allererstes hat er mich extra darauf hingewiesen, ich sollte euch doch zeigen, was er für eine geniale, wahnsinnige Konstruktion gebaut hat. Ich habe das nicht gebaut. Doch, er hat es auch gebaut. Und zwar, oben ist die Dachlatte, die für die Putz zuständig ist, darunter die Dachlatte für die Folie und dazwischen hat er diese geniale Technik, um beide Dachlatten zu fixieren. Ist das richtig so? Ja, ne? Ja, das ist richtig. Du hast ja keinen Halt mit den Putzhaken. Genau, weil die Putzhaken in der wunderschönen mit Kalk gemauerten Wand nicht halten. So, war's das? Ja. Zeig nochmal die geniale Konstruktion. Genial. I know I'm hard to love. Can never get enough. But then sometimes you're too much. I'm down and I'm up. I know I'm hard to love. I know I'm hard to please. I'm never happy, it seems. But you put my heart at ease when it's crashing like the seas. I know I'm hard to please. But baby, if it were easy. I know I'm hard to read.
So, wir haben es so gut wie geschafft. Ich habe die Schnauze gestrichen voll. Ich bin froh, wenn jetzt das Wochenende vorbei ist mit dem ganzen Putz. Jetzt haben wir hier alles so wunderschön abgedichtet. Die ganze untere Etage, die Fensterbretter abgeklebt, eingeschaltet. Felix und Leon waren auch mit dabei gewesen. Die haben diese ganzen kleinen Dinge abgezupft, die von dem wilden Wein noch dran waren. Also ist alles tippitoppi, wenn du es so nimmst. Das Einzige, was mir jetzt gerade eingefallen ist, an das ich überhaupt nie gedacht habe, ist, die ganze Plempe, die beim Putzen an die Wand kommt, die wird sicherlich hinter die Dachlatte laufen. Und wenn ich die Dachlatte dann ausschale, werde ich dort den ganzen Scheiß sehen. Ja, ich weiß jetzt gar nicht auf die Schnelle, wie man das beheben kann. Also wird es wahrscheinlich so ausgehen und ich werde wahrscheinlich die ganzen Steine mit der Drahtbürste, mit der Fächerscheibe dann sauber machen müssen. Naja, man kann ja auch nicht an alles denken. So. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Es ist schon Samstagabend. Ich bin gerade am Videoschneiden und habe festgestellt, dass der Stefan sich nicht verabschiedet hat bei euch. Deswegen mache ich das jetzt, weil ohne ja, Ende hat das Video nicht viel Sinn. Deswegen wünsche ich euch noch ein schönes Restwochenende, eine wunderschöne Woche und ich hoffe, wir sehen uns alle wieder gesund und ja, total motiviert wieder zum nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.